So, wir haben fertig. Fast fertig. So. Ja, der kriegt eine letzte Veredelung. Der kriegt jetzt nur Keramik. Wir müssen halt noch ein bisschen warten, weil die Sonne knallt zu sehr. Ja, warten, bis die Sonne hinter die Wolke versteckt hat. Und dann können wir machen, weil sowieso bald die Sonne runter. Dann steht er halt über Nacht hier und dann fertig. Ja? So. So sieht das Ganze aus. Ist natürlich wie immer Limited Edition. Kein zweiter fährt irgendwo so rum. Grüß Gott. Grüß Gott. So. Olivengrün mit dem, wie nennt sich das, den Camouflage Schwarz. Die Idee von mir war noch für Kunde, weil er wollte so viel wie möglich das Weiße weg, ohne voll verlieren zu müssen, dass wir da oben auch so eine breite grüne Streife machen, so als Akzent. Ansonsten finde ich richtig geil, sieht das aus, ne? Schnicki, schnucki, schnacki. Geil. So, Grill wollte er nicht schwarz foliert haben. Normalerweise folieren wir den immer schwarz. Emblem verdunkeln wir. In diesem Fall wollte er nicht. Das war ja Unfallwagen. Der kriegt noch seinen Bullenfänger mit Scheinwerfer. Was hat er noch? Also durch diese ganze geile Felgen hat er natürlich sehr breit. Und hier kommt noch so eine Verbreiterung. Das machen wir später nachher nochmal. Ne, sowas. Sonst kriegt er kein TÜV. Ansonsten finde ich den richtig gut. Was sagt ihr dazu? Also ich weiß nicht wie ihr, aber ich habe Hunger und ich habe eine Suppe bekommen. Nennt sich Gemüsesuppe. Richtig geil sieht das aus. Hoffentlich schmeckt das genauso. Seht ihr das? Mit Parmesan. Eieieiei. Ist das lecker. Guck mal, was für eine Farbe. Wow, Spaghetti Bolognese, viel größer als eure. Junge, Junge, Junge. Aber guck mal, wie schön. Ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, wie groß das Teller ist. Also ich schätze mal, ihr kennt 32er Pizza? Ja, so ungefähr. Usch. Mit Muscheln. Lalalala. Wünsch mir Bon Appetitus.